Wir brauchen, so ist es gesagt worden, weniger Bürokratie und mehr Vision. Auf der Suche nach selbigen, aber auch nach weitaus profaneren Dingen. Meine Maske irgendwo verloren. Eine Maske? Haben Sie eine? Kamen jüngst beim 6. Athos-Gipfeltreffen Menschen mit Erfahrung, Macht und Geld in Velden am Wörthersee zusammen, um die Zukunft zu gestalten. Wir sind ja Philosophikum und seit Beginn an haben wir gesagt, wir wollen eigentlich ein bisschen über den Tellerrand schauen. Und wir wollen nicht das nächste Jahr diskutieren, sondern die nächsten 20, 30 Jahre. Also man hat wirklich gemerkt, es ist nicht nur ein kulinarischer Hunger und Durst aufgestaut gewesen, sondern auch wirklich der Hunger und der Durst nach intellektueller Auseinandersetzung. Vortragende wie Karl Theodor zu Gutenberg oder Alfred Gusenbauer gaben ihre Sicht der Dinge preis, letzterer auch seinen Zugang zu formalen Dresscodes. Ich habe, wie ich aus der Politik ausgeschieden bin, die Krawatte abgelegt und seither nicht mehr umgebunden. Und das ist Teil meiner Freiheit. Doch ging es nicht nur um die persönliche Freiheit, sondern auch um die Welt nach Corona. Ich glaube, dass die Menschheit noch ganz andere Herausforderungen meistern wird. Und daher werden wir auch diese meistern. Und es wird aber auch hier noch Rückschläge geben. Aber ich bin halt Zweckoptimist. Es gibt jetzt relativ viel Geld zur Verfügung. Und mit dem muss man was Gescheites machen. Was gehen in die Digitalisierung, in die Forschung, in die Bildung. Die Welt von morgen wird ganz anders ausschauen als die von gestern. Also zu glauben, es gibt so den einfachen Weg zurück, glaube ich nicht.